Radio Hamburg präsentiert den Kampf der Giganten, das Pressetraining am 7.11.2012. Riesenapplaus bitte für Marius the Viking Wach! Und da kommt er schon, der Riese aus Polen. 2,2 Meter, 4 Zentimeter länger als Wladimir Klitschko und steigt schon in den Ring, um zu zeigen, was er drauf hat. Während Wach sich warm macht, kommt Wladimir Klitschko und das K2-Team schon die Treppe runter. Man will natürlich auch bei den Klitschkos sehen, was der Gegner so drauf hat. Und hier legt sich Marius Wach erstmal auf den Boden, vielleicht um zu testen, wie es denn nach dem Niederschlag so aussieht von hier unten. Wladimir kann das kaum beeindrucken, er unterhält sich lieber angeregt mit seinem Manager Bernd Bönte. Marius Wach mag die Presse und auch in der Bodenlage macht er immer noch eine gute Figur, vor allem seines Kinds wegen. Und hier sein Trainer mit den berühmten Pratzen, auf denen die Gesichter von Vitali und Wladimir sind. Ein Applaus für den Mann, der am Samstag in seinem 22. WM-Kampf seinen Titel verteidigt. Tja, hier wird dem Publikum sogar live vorgeführt, wie es aussieht, wenn die teuren Hände getaped werden. Die Presse zahlreich vertreten, hunderte von Gästen bei Mercedes-Benz in Friedrich-Ebert-Damm. Rein optisch macht Klitschko mehr her, wiegt anscheinend 10 bis 15 Kilo mehr als sein Gegner und hat natürlich außer Warmmachübungen noch ein bisschen mehr zu bieten. Hier mit seinem Trainer, Jonathan Banks. Und wenn man mit der Kamera im Ring steht, dann fühlen sich die Schläge von Wladimir Klitschko schon durch den Boden gigantisch an. Einen wunderschönen Moin Moin in Hamburg. Ich freue mich, wieder mal da zu sein. Ich freue mich auf die Herausforderung, die ich von Marius Wach habe. Der Mann will das wissen, der ist motiviert, ungeschlagen und er hat versprochen, dass er mich K.O. haut. Wir sind gespannt. Am Samstag ist es soweit. Der Kampf der Giganten.